us that we are not to get 100 years old to get it, but we are only 60 now. Wirkliche Ostalgie würde ich so beschreiben, dass so gesagt wird, eigentlich war in der DDR alles doch ganz schön. Wir hatten so ein friedliches Miteinander. Jeder hatte einen Arbeitsplatz. In den Schulen war auch alles so harmonisch. Also so eine Art von verklärender Harmonie im Rückblick. I find it terrible, but I find it understandable. Because the other side of being not free is to be in care of a mighty family, that is to say, the GDR regime. Einen Anflug von Traurigkeit, der auch bei denen da ist, die die Freiheit lieben. Und zwar liegt das daher, dass in der Diktatur musst du mit deinen Freunden viel enger zusammen sein als in der freien Gesellschaft. Du bist angewiesen auf menschliche Nähe und auf menschliche Hilfe. Während des Studiums wurde ich angesprochen, ob ich eintreten würde in die Armeeaufklärung. Unser Schwerpunkt lag darauf, herauszufinden, ob jemand Wirtschaftsverbrechen begeht oder ob jemand Geheimnisverrat begeht oder Spionage begeht. Das erachte ich auch völlig als legitim. Was überzogen war, war die innere Kontrolle der Menschen an sich. Das war echt überzogen. Die Staatssicherheit hat sich im Endeffekt für alle gesellschaftlichen Bereiche zuständig gefühlt. Also wenn man sich das Organigramm anschaut, gibt es eigentlich nicht einen Bereich, den die Stasi nicht versucht hat zu kontrollieren. They were in nearly every institution, in the churches, in the newspapers, in the schools, everywhere. We were fully aware that almost all of the East Germans that worked either in the embassy or for the embassy or in the residence probably had reporting obligations to the Stasi. That's just the way life was. Ich hatte schon das Gefühl, ich bin der Einzige, der nicht mit der Stasi zu tun hat. Meine Freunde Stasi, meine eigene Frau, inoffizielle Mitarbeiterin, verpflichtet worden zur Mitarbeit. Ich hatte das Gefühl, ich bin nur noch im Stasi umringt. Und als ich dann im Gefängnis war und das alles erfahren habe, wer alles Aussagen gemacht hat, sie waren alle verpflichtet worden, für die Stasi zu arbeiten. Erich Mielke said to his officers, it's too late to arrest somebody if he is already producing leaflets or if he is already at the border and tries to escape. We must arrest him when he is only thinking about doing this. I was imprisoned because I was suspected to be a high-ranked spy, and it took a very long time to prove that I was not a spy. I was sentenced 7 years because I have endangered peace of Germany and the whole world, including the United States. We were tortured psychologically by complete isolation and by complete disorientation. I didn't know where I am.
I didn't know what would happen to me. So I just sat without anything to read, anything to write, and which turned out to be the worst, without anybody to talk to. Und wir haben ja nicht irgendwelche inhaftiert, sondern wir haben ja Menschen nur inhaftiert, die sich gegen die Gesetze der DDR vergangen haben. Und das ist in jedem Land so, das ist in Amerika auch so. Ratajczak is somebody who still believes in his ideology, the Marxism, Leninism, and therefore he thinks everything which was done under the dominance of this ideology was right and was legal. Wir hatten selbst von Siemens Röntgengeräte besorgt, um die medizinische Betreuung dementsprechend durchzuführen. Da gab es dann mal eine Beschwerde, weil die Inhaftierten sich die ganzen Zähne machen ließen. Wir hatten also Ärzte, wir hatten Zahnärzte, wir hatten alles, Pflegepersonal, war alles da. Das war ein Paradies. Das war ein Paradies, die andere Situation. Das muss man sich vorstellen. Oh yes, a paradise indeed. It's ridiculous. It can't be taken seriously, what he said. You simply have to see the building without any comments. You don't have to argue against Ratajczak. You only have to look at the facts. We shouldn't forget this period as well as we shouldn't forget the Nazi time. Communism and Nazism have in their methods, not in their root ideology, many things in common. They are terrible systems, and we should take care that such systems shouldn't be repeated in Germany and in Europe and in the whole world. This is the only remaining synagogue in Leipzig after the World War. There were approximately 18,000 Jews living in Leipzig before the war. After the World War, the city became Judenrein, Amity of Jews. Insgesamt können wir glücklich sein, dass es wieder in Deutschland ein jüdisches Leben gibt, auch ein akzeptiertes, von der nicht-jüdischen Gesellschaft akzeptiertes Leben. Many people ask, how is it possible for Jews to return to Germany? As a Jew coming from Hungary, I've seen many Eastern European countries who did not manage to face their past. Germany is an incredible exception to that rule. Deutschland hat wie viele europäische Länder ein Problem mit Fremdenfeindlichkeit. Manche fürchten sich auch ein bisschen vor dem Fremden. Aber verglichen etwa mit anderen postkommunistischen Ländern wie Polen oder Ungarn, haben wir deutlich weniger Antisemitismus hier. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir schuldig geworden sind in einem Maße wie kein anderes Land. Als ich im Stahlwerk war, habe ich gerufen zum Frenzel Wolfgang, das war der erste Pressenführer. Ich sage, Wolfgang, Kaffee! Man musste ja blägen, ja, in der Halle. Und der komplett. Jetzt bitte überlegen Sie, zwei Worte. Das eine eine Frage, Kaffee! Und das andere eine Antwort mit Aussage, komplett! So verwesentlicht kann deutsche Sprache sein. Und das alles fiel mir nun ein, als ich dort stand am Potsdamer Platz und nach einer Viertelstunde habe ich ihn dann bestellt, den Latte Macchiato Caramel S'more. Ich hasse die Leute, die in den alten Bundesländern der Meinung sind, wir waren ja faul. Wir waren ja faul und haben nicht gearbeitet. Typischen Ossi. Ja. Geizig. Weil ich war im Verkauf früher und ich habe das, also die waren manchmal ziemlich unfreundlich, womit ich das jetzt nicht pauschalisieren will. Also es gibt auch sehr nette, muss ich sagen, aber ja, sie sind schon ein eigener Menschenschlag. Da kommen wirklich haarsträubende Urteile zutage. Im ganz normalen Alltagssprech wird immer mal wieder verglichen. Es gibt nur eine Mauer in den Köpfen. Thank you.
glaube, trotz aller Probleme, trotz allen Ärgers leben wir Deutsche in einem Zustand geradezu historischen Glücks. Wir leben wiedervereinigt in einem Land, in Grenzen, zu denen alle unsere Nachbarn Ja gesagt haben, im Frieden mit allen Nachbarn, umzingelt von Freunden. Wann hat es das in der deutschen Geschichte schon jemals gegeben? Das nenne ich großes historisches Glück. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir in einer Idylle leben. Ich als Kind wusste überhaupt nicht, die Mauer, das war ganz was Schlimmes. Man hat sie auch nur so erfahren. When I was a child, I never thought that we can be one country. It was a fact that it is divided. Meine Oma, mein Opa, meine Mutter hat oft gesagt, darüber spricht man nicht. Die Zeit war nicht reif, man hatte Angst. Und ich denke mal, sowas kommt nicht wieder. Wir lassen einfach nicht mehr zu. We take a long time to come together. Now we are together. Ich bin Wessi. I feel like an Aussie. Ich bin Deutscher. Eindeutig. Um Gottes Willen, ich will die Mauer nicht zurückhaben. Ich will die DDR nicht wieder haben. Ich würde gerne wieder die DDR haben, natürlich.